Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir Larkxene besiegt und haben den 100 Morgenwald betreten. Yay! Und ja, jetzt ist hier der Typ und will mit uns springen. Da ist eine Truhe, her damit. Nehme ich jetzt hier nicht auf den Arm. Wie komme ich da hoch? Ehrlich. Weiß halt, ich muss irgendwann jetzt zurückkommen. Mann! Warte. Gott verdammt! Aha. Na gut, dann komm her. Willst du zusammen mit Tika hüpfen? Nein, auf jeden Fall. Hüpfen wir Tika. Springe 25 Mal, um es zu schaffen. Ein verpasster Stumpf, Leute. Okay. Viereck, Kreis. X. Viereck, Kreis. X. Hallo! Viereck, Kreis, X. Viereck, Kreis. Viereck, Kreis, X. Viereck, Kreis. Ich mag solche Merkdinger nicht. Viereck, Kreis, X. Viereck, Kreis, X. Das ist nur einfach. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Die ersten Mal sind schon mal einfach. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. Hello! Viereck. Kreis. Ja, ich sage das immer, um mir besser merken zu können. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Oh, yes. Kreis. Okay. Ich muss mir noch merken, wie viele das sind. Viereck, Kreis, X. Viereck, Kreis, X. Kreis, X. Kreis. Viereck, Kreis. Viereck, Kreis, X. Viereck, Kreis, X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. Nicht gedacht, dass ich das schaffe. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Wie soll man Foto ist? Viereck. Kreis. X. Ich glaube, da werde ich den Part nennen. Viereck. Kreis. Ich muss so Zeichen einfügen, mein Titel. X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Viereck. Kreis. X. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Kreis. Viereck. Kreis. X. Kreis. X. Okay, weiß geraten. Viereck. Kreis.
X, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis. Hallo! Weil wenn immer X Kreis ist, ist das einfach. Viereck, Kreis, X, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Viereck, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, X, Kreis. Ist eigentlich relativ einfach. Vier Kreis, X, Vier Kreis, X, Kreis, X, Kreis, Vier Kreis, X, Kreis, X, Kreis, X, Kreis, X. Das geht überhaupt nicht. Kreis, X, Vier Kreis, X. Kreis. Viereck. Verdammt, das war ein Fehler. Ja, egal. Reicht 106 Mal. Meine Güte, das reicht wohl. Hohoho, gar nicht mal schlecht. Wir haben nur versucht, wie du zu hüpfen, Tigger. Ich bin überrascht, dass du mit mir mithalten konntest. Da inzwischen ist mir wohl keine Frage zu schwierig. Ist auf der letzte. Ist dem so, dann mach doch mal das nach. Wow. Oh mein Gott. Ich sehe keinen Unterschied. Und traust du dir das zu? Keine Chance. Ach, du musst nicht genauso machen wie ich. Denk dir eigene Hüpfer aus. Finde deinen Stil. Ich bin Tigger und du bist du. So machst du Spaß. Hohoho. Wird schon noch dieses 5000 erreichen. Mein Spring aber egal. Tigger, du hast was fallen gelassen. Ach, das habe ich beim Hüpfen oben auf dem Baum gefunden. Ganz so arm, sogar. Ist für mich nur Ballast, wenn ich hüpfe. So, lernt warten auf Eden. Bambi, Angriffskarte. Warum immer Beschwörungskarten? So, raus hier. Da muss ich irgendwann zurückgehen, verdammt. Wo geht's weiter? Da. Ich glaube, das ist sogar der letzte. Ganz schön stürmisch dieses Loch da. Lass da reingehen. Da ist jemand drin. Sehe ich doch. Oh, 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 was? Noch ein Minispiel. Sammle Schätze, während du vom Himmel fällst. Ja, drücke eben, um das ausweichen und Schätze schneller zu erreichen. Was soll's? Irgendwann einsammeln. Ist überhaupt nicht gefährlich. Oh, Bäume. Wo kommen die denn auf einmal her? Die auch alle in diesem blöden Stumpf drin oder was? Ja.
That's very good. Wow, nicht gegen mich knallen. Wie auch immer von unten die Bäume auf mich wirft. Wir sollen damit aufhören, das ist nicht nett. Ah, bin ich da ausgewichen? Natürlich muss ich den wieder retten. Ja, ich weiß, Honig. Ich weiß, dein Ding ist Honig, mein Gott. Ernsthaft, der wird jemanden für Honig ermorden, habe ich das Gefühl. Viele, viele Leute. Bist du das, Ru? Was hattest du da drin zu suchen? Keine Ahnung, was hatten wir da oben zu suchen? Ich war auf der Suche nach Digger. Wurde vom Wind hochgeweht und bin hineingeplumpst. Du und hast festgesteckt? Nein. Ich wollte warten, bis Digger vorbeikommt. Der Wind hätte ihn dann wie mich hier hochgeweht. Und kommt er wieder runter, werde ich hier warten. Das wird Tigger bestimmt waschen, meinst du nicht? Und wenn er woanders hinunterfällt? Ja, während Tigger sich vom Wind treiben lässt, hüpft er dabei womöglich sonst wohin. Ehrlich gesagt habe ich langsam auch keine Lust mehr darauf zu warten, dass er vorbeikommt. Dazu warten könntest du ihn doch auch suchen gehen. Stimmt, das ist eine tolle Idee. Übrigens, das hier habe ich im Gebüsch von Nimes. Nimes. Mega Ether, okay. Neue Karte. So, mal was. So. Warte mal, wo bin ich jetzt hin? Da hoch muss ich. Ja, jetzt ruckt das mit dem Spiel. War nicht voll schwer irgendwie. Hab wieder mal meinen Schwanz verloren. Weißt du, wo du ihn verloren hast? Da ist er ja. Ich wusste, wenn ich nur auf meinen Bauch höre, werde ich schon etwas Honig finden. Wahrscheinlich habe ich auch dabei Bienen aufgebracht. Ich hätte gern etwas Honig. Ich habe keine Angst. Welche 50er Bienen, die Bo angreifen? Greife die Bienen mit Schussschwertkarten an. Fege sie mit Windkarten weg und stelle Pus Honigleiste in Honigkarten wieder her. Nur singt das Game Over. Verpisst euch von dem. Verpisst euch von diesem Fettmann. Ich kann ihn nicht heilen, Mann. Hat. Wo ist das? Verpisst euch von dem. Ja, frisst hat. Mann, die stechen meine blöden Karten in der Zeit. Heilen kann ich die auch nicht anscheinend. Geschafft. Mein Gott, der Final Game Over. Oh
Und da ist der Schwanz. Wie ist er da oben hingekommen? Oh je, mein armer Kopf. Herzlichen Dank, Po. Dir auch herzlichen Dank, ja. Aber wofür? Für die Sache mit dem Baum, dass ich meinen Schwanz jetzt wieder habe. Ich war doch bloß auf der Flucht vor diesen Honigbienen und wollte mit Sura Schritt halten. Wie dem auch sei, ihr habt mir trotzdem geholfen. Ich hatte auch in dem Baum bei Honig. Ich hätte nie gedacht, dass da ein Schwanz zu finden wäre. Verstehe, es war also alles nur ein Versehen. Jemand würde mir absichtlich helfen. Aber danke trotzdem an euch, Puh und Sora. Gern geschehen, IA. Hier ist was für euch. Hey, schon gut, IA. War ja bloß ein Versehen. Ja, aber das fiel mir mit meinem Schwanz zusammen herunter. Mein versehentliches Dankeschön. Boah, ich kann den ganzen einen da nicht verleihen. Mann! So, können wir jetzt nicht bitte raus. Klingt langsam, weiß ich nicht. Mir schmelzen irgendwie meine ganzen IQ-Zellen weg. Da ist ein Speicherpunkt. Gut. Gut. Ah, okay, das wird aber die letzte Aufnahme für heute. Danach habe ich nämlich keine Bocke mehr. So. Ich sage jetzt, ich gehe jetzt und komme nie wieder. Außer für die Schatzruhe, für dich wahrscheinlich Gleiter oder irgendwie sowas brauche. Wir können wohl nicht weitergehen. Na, Po, hat es mir Spaß gemacht, Freunde gemeinsam zu finden? Ja, du hattest recht, Sora. Zum Dank möchte ich dir das hier schenken. Puh, ich bin so weit gelaufen, brauche jetzt eine kleine Pause. Hätte ich nur einen Honig auf dem Innenrest, die Rast versüßt, der mir den Rest gibt. Ich muss jetzt weiter. Wohin? Meine Freunde suchen. Dann helfe ich dir doch dabei, sie zu suchen. Schon gut, Puh, bleib du nur hier im 100-Morgenwald. Dann ist das unser Abschied? Niemals, ich weiß ja, wo ich dich finden kann. Falls ich es nicht vergesse. Keine Sorge, Sora. Du kannst dich auf mich verlassen. Selbst wenn du Po vergisst, ich vergesse dich nie. Danke, Po. Bambi. Okay. Dann halt ich raus da. Irgendwo anders hin. Mir egal wo. Einfach irgendwo anders. No. You are... Hey, den kennen wir doch. Riku. What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's more important. Huh? I didn't mean that. Spare the excuses. I bet that you had all but forgotten about me. Are you crazy? Come on, I came all this way looking for you. But you're not anymore, right? Now it's only... Naminé that you're looking for. You don't care about me, just like you never cared. At all. About her feelings. Naminé's? I knew it. Also bist du sauer? Never even gave it a thought, did you? Dass wir uns jetzt... Just because you want to see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth, Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands. Remember that, and you'd know. Did I do something? Is it my fault? Riku. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me. What's wrong with you? We're supposed to be friends. Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. So am I. Riku, stop it. Okay. Also ist er sauer, weil wir ihn anstatt Naminé, dass wir
Dass wir ihn vergessen. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Egal. Ist wahrscheinlich nicht wichtig. Noch mehr Rico, der ist glaube ich auch eine Ecke schwieriger, als ich in Erinnerung habe. Machen wir ihn erstmal ein bisschen kaputt. Nein. Das Elixier, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, da waren die neuen. Verdammt. Wollte ich nicht. Komm mal her. Mein Gott, macht der Schaden. Oh, willst du den mal? Überhaupt noch voll unfair, aber egal. Sat. Nein, da ist eine 9. Alter! Wie schnell wir jetzt immer K.O. gehen, ey. Ich kann euch mal ausweichen. Was soll denn der Dreck? Na gut. Passt mir aber ehrlich gesagt der Schnitt hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.